Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Dutch Oven Bro. Mein Name ist Kai und heute machen wir einen leckeren Cheeseburger-Zopf. Und wie ich den mache, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ja, meine Lieben, eine Woche ist wieder rum und es gibt wieder ein weiteres und frisches Video von mir. Und zwar, wie schon anfangs vor dem Intro erwähnt, machen wir einen Cheeseburger-Zopf. Und was wir dazu brauchen, zeige ich euch gleich hier vor mir am Tisch. Natürlich habe ich auch wieder die Gewürze von der Spice Bar am Start. Heute wieder nur eins, und zwar nehmen wir hier das Moritz, den Finisher, um halt natürlich gleich hier was ein bisschen anzubraten. Und was genau, wie gesagt, zeige ich euch jetzt. Folgende Dinge werden benötigt für den Cheeseburger-Zopf. Und zwar brauchen wir Gürkchen, das ist klar, was auf den Cheeseburger draufkommt. Zwiebeln, die Burger-Patties. Dann haben wir hier Scheibenkäse, wer kennt ihn nicht, Ketchup, Senf. Und natürlich haben wir hier fertigen Blätterteig. Jo, und das alles werden wir jetzt gleich mal zusammen vorbereiten. Als erstes gehen wir hinten dran an den Grill und werden die Burger-Patties vorbereiten. Ja, ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, brauchen wir für einen so einen geilen Cheeseburger-Zopf nicht viel. Nun gehen wir aber, wie schon gesagt, an den Grill ran und werden die Burger-Patties mal angrillen. So, Freunde, als erstes werden wir mal hier unsere Burger, wie gesagt, Patties angrillen. Ebenfalls werden wir schon mal ein bisschen hier Moritz drüber weggeben. So, das reicht vollkommen aus. So, Freunde, ich werde jetzt erstmal hier die Burger-Patties angrillen. Jo, und dann, wenn es weitergeht, hole ich euch gleich wieder dazu. Freunde, und wenn ihr auch eins dieser leckeren Gewürze haben wollt, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung rein, denn da findet ihr einen Link zur Spice Bar und mit dem Rabattcode SPICYDOP könnt ihr bei einem Einkaufswert von 15 Euro ein Gewürz gratis dann dazu bekommen. Das entscheide ich, welches ist, und wie gesagt, lasst euch also überraschen. Wie gesagt, checkt das doch mal aus, guckt in die Videobeschreibung rein und ja, weiter geht es. So, meine Lieben, die Burger-Patties sind fertig. Nun werden wir den Grill hinter mir ein bisschen indirekt einregeln und natürlich den Pizzastein, den ich noch dazu geholt habe, der liegt hier jetzt schon vor mir. Ich habe den Tisch vor mir auch schon vorbereitet und nun gehen wir mal schon mal ans Belegen. Ja, dieses leckeren Cheeseburger-Zopfes. Ja, Leute, und dann geht's auch schon los. So, wie ihr seht, ich habe den Pizzateig schon mal ausgerollt. Hier könnt ihr auch fertigen Teig nehmen, wie ich schon gesagt hatte, oder halt ganz und gar selber machen. Das ist euch überlassen. Aber als erstes werden wir hier schön in die Mitte, vor allem, werden wir den Ketchup geben. Könnt ihr Ketchup eurer Wahl nehmen. Dann Senf on top. Ne? So, das Ganze verrühren wir jetzt miteinander. Ein bisschen. So. Dann geben wir mal unsere Burger-Patties hinzu. Als nächstes unsere Zwiebeln. Natürlich dürfen unsere Gürkchen nicht fehlen. Und natürlich darf der Käse nicht fehlen. Der ist ganz wichtig. So, Freunde, so sieht das auch sehen. Und jetzt werden wir das noch einschneiden. Auf allen Seiten. Dann hier in den Seiten noch. Nur nicht zu viel, nicht vergessen. Na, zu viel ist nicht gut einzuschneiden. Sonst könnte das nicht gleich klappen. So, wenn wir das haben, nehmen wir als erstes hinten hoch und verschließen das hiermit. Und dasselbe machen wir natürlich auch auf der Seite. Wenn ihr das dann habt, fangen wir an mit dem Flechten zu einem Zopf. Dass er schön ringsherum auch zu ist. So soll der aussehen. Und jetzt mache ich hiervon noch ein kleines Bildchen und dann
wenn wir das so ganz mit dem Ei bestreichen, wenn wir jetzt noch ganz mit Ei bestreichen, wenn natürlich der Wind nicht so wäre. So, Freunde. So, dann wäre das auch schon. Ach, den Sesam habe ich noch vergessen. Jetzt kommt noch Sesam on top. Aber das machen wir noch ganz schnell, bevor es auf den Grill geht. So, Freunde, ich habe hier noch den Sesam. Den werden wir noch ein bisschen drüber weggeben. Den kriegt ihr ganz, ganz günstig in den Drogeriemarkt mit den D und M. Ne? Kann ich euch empfehlen. Das wird jetzt auf den Grill wandern. Ja, ihr Lieben, dieses ganze Rezept könnt ihr natürlich auch im Backofen machen. Ihr müsst es nicht zwangsweise auf dem Grill machen. Ich mache es auf dem Grill, weil ich meinen Pizzastein noch austesten möchte. Und dann werden wir das mal so circa roundabout um die 15-20 Minuten backen lassen. Und weiter geht es. Wir haben den Grill angelassen, indirekt eingeregelt. Also einbrennen habe ich in der Mitte aus, beziehungsweise Niedrigtemperatur bei mir. Jo, und wir haben den Pizzastein schon draufgelegt. Und jetzt werden wir mal das ganze Moped hier draufziehen. Samt dem Papier, Backpapier. So. Und dann werden wir das mal backen lassen, so circa 15-20 Minuten. Wir werden auch mal drunter gucken, natürlich, wie sich das hier verhält. Jo, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, würde ich sagen. Und dann vielleicht sehen wir uns schon zum Anschnitt wieder. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Boah, sieht der nicht geil aus, Freunde. Also, wir lassen den jetzt noch 2-3 Minütchen drauf. Und damit der Teig auch ein bisschen krosser wird. Jo, und dann heißt es verkosten. Und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Genau 25 Minuten bzw. 28 Minuten sind um. Dann ist unser Zopf fertig und hier liegt er nun endlich in voller Pracht. Lass uns den mal gemeinsam anschneiden und gucken, wie er in der Mitte aussieht. Gucken wir uns mal an. Boah, sieht der nicht fantastisch aus? Guckt mal, da läuft die Soße noch raus. Einfach nur geil. Jetzt schneiden wir uns mal ein Stück ab und werden ihn mal zusammen kosten. So, ihr Lieben, da ist er nun, unser Cheeseburger-Zopf. Und jetzt probieren wir mal zusammen, wie er ist. Also optisch habt ihr ja schon gesehen in der Mitte, sieht der richtig geil aus. Jetzt kommen wir mal, wie gesagt, zum Geschmack. So, das Einzige ist, der Boden ein bisschen krosser geworden. Na, da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen in Sachen Pizzastein, was ja nicht schlimm ist. Richtig, richtig gut. Oh ja. Das ist auf jeden Fall eine geile Kombi, kann ich euch sagen. Gefällt mir. Sehr gut. Ja. Kann sich sehen lassen. Definitiv. Ja, Leute. Also ich kann euch sagen, es war ein Traum. Dieser Cheeseburger-Zopf, den kann ich euch nur empfehlen. Natürlich kann man das auch mit Chilis machen noch, dass auch aus einer Chili-Cheese-Soße dann rauskommt. Aber so als Cheeseburger ist ein Traum. Kann ich nur empfehlen. Leider ist mir der Boden ein bisschen zu dunkel geworden, wie ihr seht. Das liegt daran, dass ich halt noch nicht so richtig mit dem Stein gearbeitet habe. Aber das holen wir auf jeden Fall nach, denn das ein oder andere Sache fällt mir noch ein für den Stein. Ja, Freunde, wir lassen es auf jeden Fall schmecken. Wir haben noch ein bisschen was vor uns und genießen wir es einfach mal. Hat euch auch diese Folge wieder gefallen, da würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Folgt mir auf Instagram, Facebook und natürlich auf TikTok, denn da seht ihr, was im Hintergrund läuft. Jo, Leute, dann würde ich sagen, bis nächste Woche, euer Kai vom Dutch Oven Bro, Dutch Oven and Barbecue.